Gerne würde ich Ihnen noch ein weiteres Topstück aus unserem Angebot zeigen, auch mit einer ganz tollen Provenienz. Diesen Sekretär, den wir hier haben, ein Stück aus der William und Mary Zeit, wunderbar in Nussbaum eingelegt mit feinen Messingbändern und Ebenholz sowie Knochen, Intarsien, die Sie hier finden. Ein Stück, was auch eine bewegte Geschichte hat, ein Stück mit vielen Geheimfächern und interessanten kleinen Features. Das Möbel gehörte ursprünglich den Eltern von Queen Victoria. Ja, Sie haben richtig gehört. Und zwar hat Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld geheiratet. Das ist die Mutter von Queen Victoria. Zuerst einen Fürsten Leiningen und hat unten im Süddeutschen, im Leiningschen, im Fürstentum gelebt. Als ihr Mann recht früh verstarb, blieb sie Witwe mit zwei Kindern und wurde umworben von Edward August von Kent, dem Herzog von Kent, mit dem sie dann später noch einmal ein Kind bekam, und zwar jene berühmte englische Königin. Dieses Möbel befand sich auf ihrem Wittum, also auf ihrem nachgelassenen Platz, den sie in Deutschland behielt, den sie auch häufig besuchte, weil sie große Sehnsucht nach ihrer Heimat hatte. Und von dort kommt es. Es ist ein sogenannter Tabernakelsekretär, außen mit diesen ganzen Schubladen, die Sie hier sehen, wunderschöne, originale Bronzebeschläge. Und dann kann man die Schubladen öffnen, wenn man hier innen drin einen Riegel anhebt. Wenn man ihn schließt, ebenso auf dieser Seite, öffnen, schließen. Wenn man ihn schließt, kann man nichts mehr öffnen. Hier oben hat er diesen typischen Doppelgiebel, den wir auch von Schränken mit Spiegeltüren beispielsweise kennen. Und hier oben befindet sich ebenfalls ein Geheimfach, was man so öffnen kann momentan. Aber aus der Literatur weiß ich, dass es sich hier oben noch um eine Seilzugkonstruktion handelt. Hier innen in der Tür finden sich die beiden kleinen Röllchen, mit denen man dann eine Hebung des oberen Fachs veranlassen kann. Innen drin haben wir dann hier eine Schreibklappe mit einem vielfachen Schubladeninterieur, einer original schönen Schreibplatte, wiederum einem Geheimfach hier im hinteren Teil. Ein tolles Möbel, was wir Ihnen anbieten. In der kommenden Auktion am Freitagabend wird es aufgerufen zu einem Preis von 15.000 Euro.